Wisst ihr, wo Oberhausen ist? Ich habe es auch nicht gewusst, aber das war ein Fehler, weil Oberhausen ist im Machfeld und Machfeld ist berühmt für sein Gemüse. Und da war ich kürzlich und habe den Florian Mössinger besucht. Und wir haben das hier alles geerntet miteinander. Florian, erzähl uns ein bisschen, was baust du alles an? Unsere Hauptkulturen sind Kohlrabi, Kraut und Jungzwiebel. Und das ist ein Familienbetrieb, den du da bewirtschaftest? Oder hast du das aufgebaut? Nein, es ist ein Familienbetrieb. Übernommen von deinem Vater? Ja. Und hat dein Vater auch schon dieselben Kulturen angebaut? Nein, ich habe damit angefangen. Erzähl, Florian. Ich habe damit angefangen. Und was hat dein Vater gemacht? Der hat auch schon Gemüse gemacht, hauptsächlich Tiefkühlgemüse. Okay, du hast gefunden, wir satteln um auf Frische. Mein Thema war, alles muss frisch sein. Ja. Und alles aus der Umgebung. Und ich beschäftige mich gerne mit Kulturen. Sehr und gut. Das sind die drei Kulturen, was bei uns am besten wachsen. Und davon profitieren wir nämlich, weil ich habe mir überlegt, wie ich gelesen habe, was du anbaust, was wir damit kochen könnten. Und ich habe mir gedacht, wir machen einen Klassiker ein bisschen anders einmal. Wir machen Krautfleckerln. Okay. Euphorie auf dieser Seite? Mag's nicht. Nein, bin nicht so der Liebhaber der Krautfleckerln. Warte, du landest noch in meiner Gasse. Wir machen nämlich Krautfleckerln natürlich mit Nudeln, Kraut. Aber wir schneiden noch Kohlrabi und Jungzwiebel rein und Speck und frische Kräuter und lass dich überraschen. Wollte ich gerade sagen, ja. Du musst mir jetzt ein bisschen helfen, wir haben recht viel zum Schnipseln. Okay. Kannst du das? Ja. Gut, starten los geht's. So, das Grün tun wir mal weg. Kann man mit dem eigentlich was machen? Ja, es gibt Alternativen. Man kann es als Pesto verarbeiten oder zum Salat. Also Suppe? Auch möglich, ja. Schau, hast du das gewusst? Schau, da steht genau drauf, wenn man es rausleert, wie viel noch drin ist. Für zu Hause ideal. Habe ich nicht gewusst. Gut, 6 Minuten, Florian. So, Florian, was schlimm? Nein. Oder? Kannst du dafür erwärmen, glaubst du? Hoffen wir es. Speck, Kohlrabi, Jungzwiebel, ein bisschen andere Krautflecke. Ja, kosten und ausprobieren. Das ist genau das Stichwort. Warte, schauen wir noch nach, wie wir es müssen. Schauen wir mal. So gut. Sag was. Ja, gut. Eh gut, ich finde eh so ein vernichtendes kleines Wörtchen. Ja, es macht alles anders. Es schmeckt zwei Buchstaben. Er kann es nicht sagen, dass es ihm schmeckt. Das bringt er jetzt nicht zusammen dabei. Ich weiß, wie es in deinem Inneren ausschaut. Und darauf trinken wir jetzt. Ich habe hier vorbereitet einen Chardonnay vom Weingut Kolwenz aus dem Burgenland. Ein Weingut, glaube ich, wo man sich darauf verlassen kann, dass man was Gutes kriegt. Eines der meistprämierten Weingüter, die wir haben in Österreich. Das ist ein Chardonnay von der Ried Tatschler. Das ist, habe ich mir sagen lassen, eine uralte Riede. Die bauen seit dem 16. Jahrhundert dort Wein an. Und jetzt zu unseren Krautfleckern dazu bringt der Chardonnay genau den richtigen Körper, den er braucht, mit dieser Aromenbombe, die wir zwar da produziert haben. Wichtig ist, gleich dazu probieren. Ist super zusammen, oder? Mhm. Gut. Ein Mann der großen Worte. Es war trotzdem schön, dass du hier warst. Wie ist das? Kann man dein Gemüse auch ab Hof kaufen oder kriegt man es im Supermarkt einfach unter LGV? Im Supermarkt unter LGV. Okay. In diesem Sinne,
schaut nach dem Kraut, den Kohlrabi und den Jungzwiebeln von Florian Mössinger aus dem Machfeld, weil die Qualität ist wirklich spitze und man kann sehr viel draus machen. Cheers. Dir auch. Cheers. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Jetzt tun wir es anrichten noch. Alle Zutaten aus meiner Rezeptreihe Gartenfrisch aus dem Kochsalon könnt ihr nun gewinnen. Frisches Gemüse, Nudeln, die passende Weinbegleitung und als Unterlage sozusagen mein neuestes Kochbuch Happy. Rezepte, die mich glücklich machen. Also, mitspielen, hoffentlich gewinnen und ich hoffe, ihr seid damit genauso glücklich wie ich.